Ausfallschritte heute. Und zwar, wir halten die in Anführungsstrichen, aber bleiben trotzdem dynamisch. Achtet bitte darauf, dass ihr sicher seid, zur Not rechts und links zwei Stühle nehmen, zwischen denen ihr euch stabilisieren könnt. Ansonsten geht ihr hier quasi in den Ausfallschritt und dann geht ihr so ein bisschen dynamisch nach vorne. Die Ferse bleibt dabei immer hier unten auf dem Boden. Dann geht ihr hier wieder zurück und wieder nach vorne. Immer schön kontinuierlich zurück und wieder nach vorne. Passiert auf dem Knie nichts, weil ihr bringt da keinen Impact rein. Das macht ihr so lange, bis ihr sagt, es brennt, ich kann nicht mehr. Und dann wechselt ihr das Bein. Okay, fangen wir mit einem schwachen Bein an, dass ihr dann ungefähr so die gleiche Wiederholungszahl hat. Und das Gleiche, also danach geht ihr die nächste Übung, machen wir mit Planke. Wir machen quasi eine dynamische Planke. Ihr geht in die Planke so ein bisschen länger rein und zieht euch hier nach vorne. Dann tippelt ihr wieder zurück und zieht euch hier nach vorne. Und nach vorne ziehen. Und das macht er auch bis zum Versagen. Dann 30 bis 60 Sekunden Pause. Und ich denke mal, so 10 Runden sind drin. Okay, viel Spaß, bis gleich.